So Freunde, neues Video und zwar ein sehr, sehr besonderes und vor allen Dingen sehr, sehr exklusives Video. Guten Morgen, es dreht sich heute alles um den Bugatti Chiron Pure Sport. Das da, der Jaguar F-Type R, ist nur in Anführungszeichen mein Transportfahrzeug gewesen. Er hat mich hierher gebracht zum Bilsterberg. Und wenn ich von Exklusivität rede, dann meine ich das tatsächlich so, denn ich bin wirklich der Einzige, der heute ein Video dreht. Ich bin eingeladen worden zu exklusiven Testfahrten, zu letzten Abnahmefahrten auf dem Bilsterberg und ich habe mich hier unten mal hingestellt bei dem Fahren, beim Eingang, um so ein bisschen, ehrlich gesagt, meiner Nervosität so ein bisschen freien Lauf zu lassen. Weil wenn Bugatti dich anruft, dann steht Großes ins Haus, sage ich mal so. Und das macht mich tatsächlich nervös, beziehungsweise so freudig, vorfreudig aufgeregt. Und wie das vonstatten gegangen ist, möchte ich euch ganz kurz erklären, bevor es richtig losgeht. Bugatti hat mich angerufen vor 4 Tagen. Das ist sehr, 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 sehr kurzfristig. Hat gesagt, hör mal Matthias, hast du nächste Woche Mittwoch Zeit? Dann habe ich einfach mal ja gesagt, obwohl ich noch gar nicht wusste, worum es geht. Die Mädels, die mich da angerufen haben, haben gesagt, yo, es geht tatsächlich um den Pure Sport und du darfst filmen und du darfst mitfahren. Dann habe ich gesagt, wie mitfahren? Ja, wir wissen noch nicht so ganz genau, es sind halt letzte Abnahmefahrten und diese Prototypen sind so urzteuer und so und das ist alles wirklich gefährlich und der Bilsterberg ist auch nicht die leichteste Rennstrecke. Wir gucken mal und ihr könnt euch eines sicher sein. Ich werde heute alles, aber wirklich alles in meiner Macht Stehende dafür tun, dass ich hinter das Lenkrad komme. Ich weiß noch nicht, ob es klappt, ich bin ganz ehrlich zu euch, aber was hundertprozentig klappen wird, ist, wir werden, und da oben stehen mindestens 3 von diesen 3,57 Millionen Euro teuren Fahrzeugen. Wir werden zusammen damit fahren, hundertprozentig. Und auch wenn ich nur auf dem Beifahrersitz sitzen werde, es wird eine Erfahrung sondersgleichen, vor allen Dingen, weil ich der Einzige bin, der das auf Video festhält. Alter Schwede, das ist so krass, dass Bugatti mich zu sowas einlädt. Das ist wirklich, ich bin echt aufgeregt. Ihr merkt es wahrscheinlich und ja, ich werde mich jetzt in den Bock reinhocken und dann fahren wir da zusammen hoch. Also ganz ehrlich, ich fasse das immer noch nicht, ne? Also Bugatti ruft mich an und sagt, Matthias, komm vorbei, wir fahren Pure Sport. Und ich meine, das ist auch krass, dass die ja, mich mit so Entwicklungsfahrzeugen in Kontakt kommen lassen und so weiter und so fort. Hatte ich noch nie. Bugatti ist immer ultra exklusiv, ultra besonders und das ist... Ihr merkt wahrscheinlich, dass ich so leicht außer Atem bin, obwohl ich nur 3 Schritte gelaufen bin. Das ist was sehr, sehr Besonderes. Also, ich schnall die Kamera rein, dann geht's los. Ja, wird krass und es wird tatsächlich auch krass, denn 1500 PS, das Auto ist leichter geworden, der ist brutaler geworden, er ist darauf getrimmt, auf der Rennstrecke zu performen, abzuliefern, auf geschwungenen Landstraßen ja, das absolute Über-Hypercar zu sein. Dafür wurden sehr, sehr viele Maßnahmen getroffen und ich bin sehr gespannt, wie sich das auswirkt. So ein Koffer, der immer noch fast 2 Tonnen wiegt, auf dem Bilsterberg zu fahren, ist richtig heftig, wirklich, hundertprozentig. Und wenn Bugatti sagt, ja, nee, das machen wir und wir lassen da auch Leute, beziehungsweise einen Leut dabei filmen, dann müssen Sie sich sehr sicher sein, dass dieses Fahrzeug auf dieser Strecke funktioniert, abliefert und ein absolutes Hyper-Über-Performance-Car ist. Alter Schwede, ich schnall das immer noch nicht, ne? Also, ja, ich finde es eine sehr, sehr große Ehre, dass ich das machen darf, dass ich gleich Platz nehmen werde in diesem Fahrzeug. Wir können uns gefasst machen auf sehr viele, sehr exklusive Materialien an dem Fahrzeug. Carbon, Titan, Magnesium. Es wird krass. Was hier stattfindet, sind die letzten Testfahrten für den Pure Sport. Und eigentlich müssten die Jungs jetzt schon fahren. Mein Termin ist um 15 Uhr. Wir haben 14.30 Uhr. Ich bin jedes Mal so geflasht, wie diese Anlage aussieht, ne? Wie schön das hier alles ist. Das sieht eigentlich aus wie in so einem Ferienresort. Eigentlich viel weniger wie eine Rennstrecke. Ist absolut mega. Oberes Fahrerlager. Da fahren
schauen wir mal hin. Dann gucken wir mal, ob wir schon was sehen. So, also Bugatti hat tatsächlich das Fahrzeug, was eigentlich in Genf hätte präsentiert werden sollen, das Showcar, haben sie hierher gebracht und genau den gucken wir uns jetzt mal an. Da steht er und daneben steht der Jachin Schwalbe. Jachin, grüß dich. Hallo. Moin. Ah nee, wir dürfen uns ja gar nicht berühren. Wir machen Schild. So, moin. So. Du weißt alles über das Auto? Natürlich, technisch. Und ich würde dich jetzt bitten, dass wir einmal um das Auto rumlatschen. Einmal gucken, was er kann. Die Unterschiede natürlich zum normalen Chiron in Anführungszeichen. Genau. Los, bitte los. Wo habt ihr angefangen? Was ist das Konzept von dem Fahrzeug? Genau, das Konzept von dem Fahrzeug, das kann man ganz gut vorher erstmal erwähnen, bevor man sich die Details anschaut. Wir haben natürlich festgestellt mit unserem Chiron, also ein universell nutzbares Auto, wirklich sehr große Bandbreite. Und wir haben natürlich gesagt, okay, wenn wir jetzt wirklich weitermachen und es noch besser versuchen, dann kommen wir schon an technische Grenzen. Ganz einfach gesprochen, wir kommen an so einen Punkt, wo wir sagen, wir müssen uns jetzt entscheiden. Das heißt, wir können nicht mehr universell alles gleichzeitig besser machen, sondern wir entscheiden uns und haben gesagt, okay, wir gibt ein Auto, wo wir letztes Jahr auch einen Weltrekord gefahren haben, der ist jetzt längst brutal schnell gefahren, also 490 gefahren. Verdammt! Nochmal 490! Raketengeschwindigkeit. Ja. Natürlich gibt es dazu so einen ergänzenden Teil und der wäre für mich dann Richtung Agilität und Handling. Fahrdynamik, kann man es auch sagen, genau. Und hier steht der Pure Sport. Das ist, wie gesagt, hier ein Showcar. Und wir haben dort ziemlich radikale Schritte eingeleitet, um diesen Handling-Gedanken wirklich weiter zu denken, weiter zu spinnen, haben eine Vision gehabt und sind jetzt hier am Bilster Berg und haben inzwischen eben Prototypen-Testautos hier, die wir uns ja nachher auch noch anschauen. Ja, der fährt jetzt gleich los, da müssen wir gleich mal rübergehen, glaube ich. Genau, und wir können auch wirklich sagen, diese Vision mit dieser Derivate-Strategie und wie wir das differenzieren, die ist künftig. Ich muss dich unterbrechen, Entschuldigung. So, das ist schon mal ein ganz kleiner Vorgeschmack, was uns noch erwartet. Also ich meine ganz ehrlich, lass uns mal bitte durchtalken. Was habt ihr an dem Auto anders gemacht? Kurz gesprochen ist ja so, das soll das Rennstreckenfahrzeug sein. Es geht natürlich darum, diesmal zu sagen, okay, wir haben das ganze Heck, sieht man ja, also im Ersatz, das haben einen neuen Diffuser mit gewaltigen Abtrieb. Der steht unfassbar weit raus über das normale Heck. Und wir haben natürlich auch am vorderen Ende dann einen größeren Diffuser gemacht, um natürlich auch das ausbalancieren zu können. Den Frontsplitter, das heißt, komplett genau, in Carbon. Schön großer, neuer Frontsplitter. Es ist wirklich mehr, größere Fläche steht weiter raus. Das heißt, wir bieten damit natürlich den Counterpart zu dem Flügel und auch dem Diffuser, um eben wirklich dann diese Aerobalance für das Auto auch über den gesamten Geschwindigkeitsbereich schön darstellen zu können. Aber man sieht eben auch diese breiten Einlässe vorne. Das heißt, wir haben ja bei dem Auto die Geschwindigkeit aufgrund Performance-Steigerung, also wirklich Reifen mit anderem Sturz, mehr Grip. Erzähl mir mehr über die Reifen mit dem Sturz. Machen wir gleich, genau. Haben wir den Sturz wirklich deutlich nach innen geklappt. Das heißt, wir haben vorne von 70 Minuten auf 150 Minuten genommen, also wirklich den mehr als verdoppelt den Sturz und hinten sogar noch etwas mehr, da kommen wir von 60 Minuten, sind auch auf 150 Minuten. Okay. Also wir haben richtig einen großen Schluck aus der Pulle genommen. Und guck mal, man sieht das, glaube ich, auch, wie der da steht. Und dadurch, dass man natürlich dann ein performanteres Auto hat, ist wichtig, dass wir hier auch größere Einlässe haben, das heißt auch der Kühler kriegt mehr Luft. Und für uns von Fahrdynamik, also schon ein Fahrwerkeauto natürlich, das, wo man sagt, okay, wir haben hier auch größere Einlässe und durch den neuen Splitter kriegen wir mehr Luft auch für die Bremse. Das heißt, die geht hier unten rein, hier oben in den Scheinwerferkanal. Mhm. Wir haben hier eine neue Düse, die ist modifiziert zum Chiron, das heißt so ein Air Curtain. Das heißt, hier durch an der Seite geht die Luft. Das kommt dann teilweise in einem Rathaus an, teilweise zischt es vorbei, kommt hier wirklich, bildet so ein Unterdruckgebiet und gleichzeitig kommt dann diese warme Bremsenluft von den Kanälen vorne hier wieder raus, trifft auf dieses Unterdruckgebiet und wird nach hinten weggesaugt. Okay, jetzt habe ich gesehen, diese ultra rattenscharf aussehenden, wie heißen die, Louvres oder was? Genau, Louvres.
Das heißt, wir oben haben hier noch eine zusätzliche Rathausentlüftung. Das ist natürlich den Druck aus dem Rathaus noch wegzukriegen, ein bisschen mehr Downforce zu produzieren. Und wir kriegen hier auch warme Luft natürlich raus. Also das Ding macht zwei Sachen, einmal aerodynamisch und einmal thermisch. Du hast mir eben erzählt, dass hier diese Scheibenwischer-Dinger, die sind jetzt aus Carbon. Genau. Das ist ich habe da gemutmaßt, was bringt das an Gewicht? Was schätzt ihr? Was bringen diese Wischerhalter, oder wie heißt das? Ja, das ist der ganze Scheibenwischerarm ist hier aus Carbon. Ich habe gemutmaßt, dass die so ungefähr eine Tafel Schokolade an Gewicht bringen, wenn man die halt in Carbon macht. Yes. Was ist der wirkliche Unterschied? Der wirkliche Gewichtsunterschied ist 2 Kilo. 2 Kilo? Nur die beiden Wischerarme plus diese Feder, die da ist und so weiter und so fort? Exakt. Vielleicht kann man sich es besser vorstellen, wenn man eben sagt, sonst sind das wirklich üblicherweise Blechteile mit einem Gelenk und einer Feder. Und der Clou der ganzen Idee war natürlich, das Gelenk, Feder und den Stahlkörper natürlich zu ersetzen durch einen einteiligen Wischerarm. Der hat auch hier kein Gelenk mehr, was den Wischer hochklappt, sondern die gesamte Andrückkraft vom Wischer kommt ja jetzt über die Steifigkeit, die natürlich mit ein bisschen Trick ausgelegt wurde, dass der Wischer eben auch bei höheren Geschwindigkeiten gut angedrückt wird. Alles über das Carbon. Das heißt, Carbon hat ganz schön viele Aufgaben, was es übernehmen muss. Und natürlich das schlau eingesetzt, bringt dann halt das Gewicht, weil wir haben ganz schön viel weggelassen bei den Wischerarmen. Das ist eigentlich der Clou. Das Ding ist ja, eigentlich ist ja der komplette Chiron normal, ich nenne jetzt immer normal, das ist eigentlich unfassbar eine Frechheit, dass ich das sage, der ist ja schon komplett aus Carbon. Ne? Jetzt habt ihr ja wirklich die allerletzten Rämmchen noch angefasst, um insgesamt 50 Kilo das Auto zu erleichtern. Genau. Am Rad, dort holen wir 16 Kilo von den 50 raus. Ungefederte Massen. Ungefederte Massen, genau. Aus einer richtigen Stelle, wirklich der Stelle, die wirklich bewegt wird im Fahrbetrieb. Das heißt, wirklich Gewicht hier rausnehmen, ist einfach einfacheres Leben für die Dämpfer. Das heißt, die kontrollieren dann wirklich weniger Radmasse. Aber wir haben dann weiter gesponnen und gesagt, das reicht noch nicht. Wir sitzen hier gerade an der ungefederten Masse, haben dann wirklich an der Bremsscheibenglocke, die haben wir auch noch erleichtert, hier unten ist Teil drin, haben dort irgendwie auch noch mal 1 Kilo an diesem Mittelteil gespart, also wirklich mit einer ziemlich guten Materialoptimierung. Und haben gedacht, es geht noch was. Wir haben dann gesagt, okay, wir können selbst die Trägerplatten vom Bremsbelag, die ja sonst aus Stahl sind, da haben wir eine gute Methode gefunden, wie man die aus Titan machen kann. Alter Schwede. Das heißt, wir haben einfach an der Stelle die Chance gewittert, nochmal 2 Kilo fürs Auto zu holen und haben gesagt, die müssen wir nehmen. Geht ja nicht anders. Das heißt, wir haben also knapp fast 20 Kilo, das sind 2,4 von den Titanrückenplatten. Das heißt, wir sind... Das ist unfassbar. Ja, genau. Das heißt, wir haben also 20 Kilo an der richtigen Stelle geholt. So, wir gucken einmal rein. Oder darf ich den aufmachen? Weil das ist ja wirklich nur ein Showcar. Da ist ein Elektromotor drin, glaube ich, ne? Hinten ist ein Elektromotor drin, genau. Das ist ein Showcar. Aber das Interieur ist halt wirklich genau, wie es auch in Serie kommt. Alter. Das heißt, man sieht natürlich genau, irgendwie erstmal hier so ein schönes 3D-Laser-Cut Alcantara in der Tür. Das kann man auch in verschiedenen Farbabstimmungen dann kaufen. Oh, ey, und Alter, das Ganze ist natürlich hier schön ein bisschen Carbon. Carbon, aber innen drin mit Leder. Ja, schön, genau. Und natürlich auch, man sieht, wenn man weiter reinleuchtet, wir haben mehr so in reduziertes Gehalten. Aber es sind viele Alcantara-Teile drin, eben auch mit dem Grundgedanken. Da kommt zum Beispiel auch ein Teil des Gewichts her. Alcantara ist leichter als Leder. Und dann natürlich. Wie viel leichter ist Alcantara als Leder? Im Detail kann ich es dir nicht sagen. Wahrscheinlich irgendwie, ja, keine Ahnung. Aber es ist auf jeden Fall wieder was ihr eingespart habt. Genau, es ist eins der Details, wo wir wirklich gesagt haben, es... So, jetzt habe ich eine Frage. Ja. Da ist normalerweise der Speed-Key, der Top-Speed-Key. Warum ist der nicht mehr da? Genau, also wir haben natürlich jetzt bei diesem Performance-Auto gesagt, bei 350 km ist Schluss, schneller soll er nicht fahren. Warum? Die Geschwindigkeit ist begrenzt, weil wirklich der Sturz mit dem Reifen technisch nicht mehr kann. Okay, also er darf einfach nicht schneller, weil der Reifen mit dem Sturz sonst zu heiß wird einfach. Genau, das ist zu viel Wald, aber in der Aufstandsfläche, dort gibt es wirklich Überhitzungsmöglichkeiten. Okay, logisch. Und wir haben halt gesagt, was wollen wir haben? Performance oder schnell? Schnell haben wir im Supersport und Performance gibt es hier. Okay. Und damit reduzieren wir die Geschwindigkeit und damit geht für uns auch der Topspeed-Schlüssel raus. Das ist schade, weil der Topspeed-Schlüssel ist schon... Der ist ne? einzigartig auf jeden Fall und der passt auch zu dem Fahrzeugderivaten, die wir weiterhin anbieten. Aber natürlich gibt es hier ein anderes Benefit, das man natürlich ganz gut erwähnen kann. Wir haben gesagt, okay, wenn der Topspeed-Modus nicht mehr da ist, dann versuchen wir dem Kunden aber einen zusätzlichen Fahrmodus zu geben. Okay, und das der heißt, ist... Wir haben eben gesagt, okay, wir sehen hier den Fahrprogrammregler mit dem üblichen EB-Autobahn-Handling. Und Handling war ja auch schon immer ein Modus, auch beim Chiron Sport, den wir nachher sehen, wo man eben sieht, da ist das ESP schon ein bisschen freier, man kommt schon leichter ins Driften.
es bleibt weiterhin einfach zu fahren. Und wir haben gesagt, wir können jetzt hier mit dem neuen Modus, den wir dann sozusagen spendieren, dem Kunden noch mehr Freiheit geben. Wo ist der neue Modus denn? Der neue Modus, genau, wir haben gesagt, der neue Modus ist hier unten. Wie da unten? Da unten ist ein ESP-Knopf. Ist der da? Sieht man das? Ja, das ist der ESP-Knopf. Und ja, der ist jetzt eben neu beim Chiron Pure Sport zweistufig zu bedienen. Das heißt, man befindet sich hier auf dem Hauptfahrprogrammschalter im Handling-Modus und kann dann sagen, okay, ich fahre in diesem Sportmodus wie beim Chiron Sport. Genau. Ist er? Da ist er. Man muss gar nicht so weit runter. Und dann drücke ich einmal kurz eine Sekunde drauf und auf einmal habe ich ESC Sport Plus. Das heißt, wir haben noch mehr Freiheit. Noch mehr Drift. Okay, kennen wir von anderen Autos. Was ist, wenn ich den ganz lange drücke? Wenn man den 4 Sekunden drückt, geht alles aus. Dann ist wirklich die komplette Traktionskontrolle aus. Das ESP auch. Und wir haben auch keine Rückfallebene. Das heißt, aus ist aus. Moment, bei jedem Porsche ist es so, dass wenn du driftest, keine Ahnung, du hast das PSM komplett ausgeschaltet, du driftest und sagst, oh, das wird eng. Wenn du dann an die Bremse rangehst, dann hilft der dir und wieder. Und kriegst eine ABS-Bremse und kommen die meisten Systeme zurück. Und das macht der hier nicht? Nein, das machen wir nicht. Wir haben wirklich hier gesagt, wir bieten dem Kunden, wirklich einen Sportmodus an, dass nicht die Notwendigkeit besteht, das zu fahren. Es ist wirklich dann... Ihr meint das wirklich ernst mit diesem Auto, ne? Das ist jetzt nicht einfach irgendwie so eine Variante, sondern das ist wirklich ein Auto, was es ernst meint. Genau. Launch Control Button habe ich gesehen. Genau. Hier nochmal schön eingraviert. Also das ist schon alles. Und dann hier alles Carbon, ne? Alles. Also ich meine, der ist ja sowieso komplett aus Carbon. Hier oben das Alcantara. Ja. Hey, was du hier für Blicke hast, ne? Ja. Dieses C da. Ja, die Spange, die beleuchtet das auch. Die ist beleuchtet, naja, natürlich. Oh. Ich würde schon gerne in den Startknopf drücken, aber es passiert da nichts. Schaltwippen sind auch anders, sehe ich. Exakt. Wir haben ein bisschen gelernt aus unseren Entwicklungen und haben gesehen, es gibt hier bei uns im Divo auch etwas längere Schaltwippen. Mhm. Und wir haben eigentlich sehr gute Erfahrungen damit gemacht und auch im Rennstreckenhandling eben, wenn man doch ein bisschen schneller am Rennen ist. Dann fasst man mal da an, mal da. Dann kommt besser und dann, klar und haben dann wirklich mit den langen Schaltwippen gesagt, okay, los, die müssen hier rein, das passt zum Charakter des Autos und lässt sie noch leichter. Gott, ihr glaubt nicht, wie gerne ich jetzt damit losfahren würde. Ja, das kann ich so verstehen. Machen wir aber ja jetzt, ne? Genau. Aufpassen, dass man da nicht beim Fuß hängen bleibt, weil dann verkratzt du das Carbon. Und dann kostet das wieder eckige. Oh, Alter, ey, was ist denn da alles los? Ja, das sind natürlich Kanäle vom Auto, die Luft führen, auch das heißt aus dem Rathaus kommen. Aber wie schön das gemacht ist, das ist so unfassbar. Okay, also mein absolutes Highlight, ich sag's dir ganz ehrlich, ist das Heck. Der Heckdiffusor, wie weit der da raussteht. Ne? Das Auto ist normalerweise ja da vorbei und der geht jetzt auch, weiß ich nicht, so gefühlte 12,5 cm raus. Titan-Auspuffendrohre, hat er? Hat er und zwar 3D gedruckt. So, jetzt haben wir das Auto einmal durchgetockt, jetzt gucken wir uns den Prototypen an. Ja, gerne. Und dann fahre ich los. Wir alle zusammen fahren dann los. Ne? So weit würde ich mitgehen, genau. Genau. Ich fahre ja dann los, ne? Aber ich glaube auch im echten Sinn. Aber gut, das müssen wir sehen. Wir diskutieren das noch und dann geht das gleich weiter, ne? Danke erstmal. Gerne. Ich will dann hier gar nicht weggehen, ne? Oh, Alter, wie der da steht, ne? Unfassbar. Okay, los geht's. So, Freunde, jetzt ist der Moment gekommen. Da steht der Kollege. Das ist unser Auto. Wir müssen einmal drum rumlaufen. Ne? Also ich ziehe jetzt einmal meinen Helm auf. Wegen Corona ist es tatsächlich so, dass wir Masken tragen müssen. Es kann natürlich sein, dass das dann irgendwann, weil mir tut es ehrlich gesagt in der Seele weh, weil Emotionen werden transportiert über das gesamte Face. Ne? Und wenn man jetzt dann nur noch die Augen sieht, dann ist das auf jeden Fall ein bisschen weniger. Aber die Vorschriften sind so. Es gibt die Maskenpflicht, also halten wir uns auch dran. Jetzt gucken wir uns das Auto einmal von außen an. Ich finde das ja rattenscharf. Ne? Ich meine, das ist ein Auto, das wird die ganze Zeit benutzt und rangenommen, weil sie eben austesten wollen, was kann das Auto. Und deswegen sehen diese Dinger so rattenscharf aus. So ein Bugatti wirst du nie wieder auf irgendeiner Straße sehen, weil die sind alle immer gewienert und gebonert vom Allerfeinsten. So werden wir den nie wieder sehen. Hier sieht man es, Carbon, da irgend so eine Folie drüber geknattert. Das ist einfach sensationell. So, wir gehen einmal hinten rum. Heck, sieht ultra krass aus. Auch hier, ne, einfach alles foliert. Das ist normalerweise alles Sichtcarbon. Titan, Auspuffendrohre, die Frittentheke. Da hinten ist irgendein Gefrassel dran.
irgendwelche Sensoren, um auszugucken, ob alles in Ordnung ist. Und jetzt, glaube ich, müssen wir einsteigen, oder? Sven, fahren wir jetzt los? Jetzt geht's los! Jetzt geht's los! Jetzt! Wie viele Runden fahren wir? Vier. Vier. Also eine Warm-up, zwei schnellere. Alter Schwede, wie die Hütte jetzt schon abgeht. Ne? Das ist die Aufwärmrunde. Die Reifen sind komplett kalt. Ja, das ESP ist noch angeschaltet. Sven, lässt du mich schon nachher nochmal fahren, ne? Mal schauen. Alter Schwede, ist das krass. Boah. Das Heftige ist, wie dieses Auto zwischendurch beschleunigt. Also die Kurvengeschwindigkeit ist schon oberheftig. Ihr seht das, wie ich hier rausgehe. Und dann ist immer wieder bam, 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 wie die Kraft einsetzt oder die Bremskraft. Ui, das, der dreht sich aber schön ein, ne? Ja. Der will das. Muss das sein. Boah, boah, Alter. Ja, noch mal ganz kurz ein bisschen festgeschnallt. Boah, da geht er aber schön durch die Wechselkurve, ne? Wupp, wupp, bam! Alter! Wuh. Ist er gerade aufgesetzt? Ein bisschen. Im Frontsplitter so ganz leicht geschnüffelt an der Straße. Genau, alles optimal tief. Alter! Ey, das gibt's ja nicht! Also ganz ehrlich, ich habe viel erwartet, aber das nicht. Oh, jetzt auf die Gerade raus. Ah, das ist ein Meilentacho. Das waren fast 150 Meilen. Jetzt sehe ich es erst. Alter Schwede. Das ist ja sensationell. Alter. Oh. Was ultra krass ist, ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera sehen kann, von der da voll drüber gerockt. Die ganze Strecke ist komplett bemalt mit Michelin Cup 2R. In der Bugatti-Dimension. Alter Schwede, wie viele schwarze Striche. Alter, was ist das für eine Querbeschleunigung, sag mal. Weißt du das, was ihr für Querbeschleunigung fahrt? Ich schätze ca. 1,3. Was? 1,3, nee, ich schätze. 1,2. Alter, also die Kurvenperformance ist ultra krass. Wirklich unfassbar. Boah! Unfassbar, wie das Auto geht. Schön kontrollierbar. Hier geht es wirklich im Drift. Bei, was weiß ich, 200 ungefähr, ne? Ja. Alter Schwede, ist das krass. Alter, das glaubst du nicht. Das ist wirklich, das kannst du keinem erklären. Diese Querbeschleunigung, du weißt... Ja, jetzt machst du das ESC aus? Ja, wir sind das ESC Sport Plus, die erweiterte Variante, die jetzt mehr Driften zulässt, mehr Wheelspin, mehr Schub aus der Kurve. Okay, ich bin gespannt. Also, das ESC ist jetzt im Sport Plus Modus. Also mehr Driften, mehr Rutschen, mehr Action. Also, ich bin hier schon sehr, sehr oft gefahren. Aber so eine Leistung habe ich hier natürlich noch nicht gespürt. Auch die Bremsleistung ist ultra genial. Wie spät man die bremsen kann, wie gut das Auto liegt. Es gibt fast kein Rollen. Und das ganze Thema musst du natürlich auch einordnen auf das Gewicht. Muss ich ganz kurz Pause machen. Auf das Gewicht von dem Auto. Weil
es sind halt doch eben 2 Tonnen und trotzdem geht dieser Ofen hier durch die Kurven und durch diese Kompression durch. Boah! Alter Schwede! Alter. Oh, meine Maske, habe ich jetzt gerade erst festgestellt. Die Maske ist leider, ich krieg die jetzt nicht mehr ans Ohr, sorry. Zu viel Gehkräfte. Alter, ist das krass. Und durch die Kurve geht's schon ultra schnell. Und dann kommt nach der Kurve die Gerade. Und auf der Geraden macht das Ding einfach die 1500 PS auf und überschwemmt sich einfach mit Beschleunigung. Ich habe ganz vergessen, wie krass das ist. Also es ist jetzt die 3. Runde und mein Nacken tut hier schon weh. Von den Querbeschleunigungen. Alter! Machst du noch ganz aus? Jetzt sind wir leider durch! Was? Machst du noch ganz aus? Jetzt sind wir leider durch! Okay. Alles gut. Alter Verwalter. 3 heiße Runden im Giron Pur Sport. Purer Sport. Und ich kann das bestätigen, das ist purer Sport. Das ist Wahnsinn, was du mit diesem Auto machen kannst. Du weißt ja immer, okay, Giron ist fürs Geradeausfahren gemacht. Und das richtig, richtig schnell. Entweder 420 oder im 300 Plus sogar 440 Stundenkilometer. Und dieses Auto fährt Kurven, das glaubst du nicht. Das traust du diesem Auto, diesem Giron, nicht zu. Ich sag's ganz offen, das habe ich nicht erwartet. Was hier in diesem Auto abgeht, habe ich nicht erwartet. Alter, wie heftig ist das bitte? Leute, nochmal, ich bin einer von 3 Menschen auf dieser Erde, die dieses Erlebnis haben dürfen. Und ihr seid mit dabei. Ich finde das so genial. Alter Schwede, ist das ein krasser Ofen. Das Heftigste ist wirklich, nee, das Heftigste nicht, aber das doch das Zweitheftigste, nee, das Erstheftigste, das Heftigste. Das Heftigste ist wirklich, wie das Auto insgesamt abliefert. Hier diese Gerade, diese Bodenwelle, da staucht es das Auto zusammen, geht nicht auf Block, richtig? Nicht auf Block gegangen, wo ganz viele Autos, die sehr, sehr sportlich sind, auf Block gehen, da geht er nicht rauf. Und das ist einfach, das ist grandios, wie dieses Ding geht. 1500 PS, 1600 Newtonmeter Drehmoment. Alter. Also das ist schon eine krasse Demonstration. Heftig, Getriebe, kurze Getriebeübersetzung, muss sehr viel schalten, ne? Ja, genau. Aber ist alles sehr flüssig, passt perfekt zur Strecke. Unfassbar. Also, ich meine, der ist komplett anders übersetzt als ein Giron Sport. Und das ist Wahnsinn. Du fährst auf die Gerade raus, machst nur bop, 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 bop. So. Ja, so. Es hat dir Spaß gemacht? Ja, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Jetzt tauschen wir einmal, oder? Wir klären das mal mit den Chefs. Okay. Wo ist der Chef? Ich will tauschen. Ich will darüber. Alter Schwede. Danke dir. War mega. Ultra krass gefahren. Also bei 200 da hinten im Drift durch diese Kurve durch, ey. Es ist einfach super linear, das Auto. Es ist wirklich kinderleicht zu fahren. Das ist wirklich einfach unser Prinzip, was wir hier probieren umzusetzen. Also Wahnsinn. Also in der ersten Runde war es schon sauschnell und da war halt komplett ESP an. Und da hast du wirklich gesehen, wie ruhig seine Hände waren, wie entspannt er da rumgefahren ist. Ultra genial. Und dann beim Hacken war aber schon dann, ne, hier, pap, 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 da musst du schon dabei sein. Aber das ist also krass. Wirklich krass. Danke nochmal. Super, bis demnächst. Alter! Baby, baby, baby. Das ist vom anderen Stern. Also Bugatti, Chiron ist sowieso immer vom anderen Stern. Aber der Pur Sport. Ganz kurz die Friese richten, so ungefähr. Wahnsinn. Alter, wie das Ding abliefert, das glaubt, ich hoffe, man hat es irgendwie drinnen gemerkt, was mit mir abgegangen ist.
aber was du mit dem Auto für Kurvengeschwindigkeiten fahren kannst. Und dann bist du schon überwältigt von der Kurvenfahrt und denkst dir so, alter Schwede, wie macht der das? Und dann kommt die Gerade und er macht einfach nur diesen hier. Und dann macht so. Und dann wieder bremsen. Also die Fahrdynamik ist ja oft so, dass du dir denkst, so, ja, alter, Mörder-Kurvengeschwindigkeiten, super genial. Und dann so auf der Geraden, ja, und was jetzt? Jetzt kann ich mir die Hände ausschütteln vom Lenken oder was? Bei dem Auto kannst du dir gar nichts ausschütteln, weil da musst du konzentriert sein, dass du den Bremspunkt richtig triffst. Weil wenn die 1500 PS reinhämmern, dann ist wirklich alles zu spät und du bist innerhalb von kürzester Zeit wieder am nächsten Bremspunkt. Also dieses Mitdenken auf dem Track, ich kenne die Strecke wirklich mittlerweile sehr, sehr gut, dieses Mitdenken auf dem Track, das klappt in dem Auto nicht, weil es einfach zu schnell geht. Danke, Bugatti. Ja, jetzt das After-Race-Talk. Also, wenn du das ESP ausmachst, daher kommen die schwarzen Striche, oder? Die ganze Strecke ist besät mit schwarzen Michelin-Streifen. Nein, die werden noch länger dann. Die werden noch länger. Die werden noch deutlich also länger. Also ESC komplett aus und alle vier Räder gehen durch. Exakt. Nach jeder, in jeder Kurve. Eine riesen Rauchfahne und das Auto schiebt trotzdem noch brachial nach vorne, weil durch das Allrad, es wird nochmal... Kannst du super gut dosieren, er schiebt es dann nach vorne, dass es vorwärts geht und trotzdem qualmt alles. Also das ist Wahnsinn. So Mädels, es ist 19 Uhr, Track Time is over und der Pure Spore kommt jetzt von seiner letzten Runde rein. Und das wollte ich euch noch einmal zum Schluss zeigen und ein bisschen was dazu labern. Aber wenn er hier ist, bin ich natürlich still, weil dieser Sound von den 16 Zylindern 8 Liter Hubraum, 4 Turbolader. Jo, das war ein Erlebnis. Das, also ich muss schon echt sagen, ich will nicht sagen, ich bin neidisch, aber ich beneide die Besitzer, die zukünftigen, schon jetzt. Weil das, was das Gerät kann, das ist vom anderen Stern. Wirklich das Faszinierende an diesem Pure Spore ist, dass er so schnell ist in den Kurven. Ist viel schneller, als du das dir jemals denken würdest. Weil so ein Auto ist halt einfach groß, schwer und ja, ist halt einfach ein Chiron. Aber die Jungs haben das Auto so hingezaubert, dass das ultra schnell ist in den Kurven. Und der Bilsterberg ist wirklich nicht einfach. Und da muss alles, was an so einem Auto dran ist, so krass abliefern und so krass arbeiten. Und da ein Auto hinzukriegen, was funktioniert, das ist ultra schwer. Und das Ding funktioniert. Und dann bist du durch die Kurve durchgefahren. Ich habe es eben schon gesagt, als ich aus dem Auto ausgestiegen bin. Du bist durch die Kurve durch und bist überwältigt von der Kurvenperformance, wie neutral und eigentlich immer übersteuernd das Auto ist. Und dann lässt der Fahrer den Hammer fallen. Und die 1500 PS fallen einfach nur über dich und dieses Auto her, dass alles zu spät ist. Und es katapultiert, es zoomt dich wirklich bis zum nächsten Bremspunkt hin. Und... Das ist unbeschreiblich, wie schnell das geht. Das ist auch unbeschreiblich beim normalen Chiron Sport, wie das quasi alles an Kilometern, an Asphalt und so weiter wegschnupft. Aber bei dem Sport jetzt auf der Rennstrecke ist das nochmal viel eindrucksvoller, weil eben du durch die Kurvenperformance so geflasht bist und dann kommt noch die Gerade dazu. Hammer! Ja, danke Bugatti, danke an euch fürs Zugucken. Ich hoffe, ihr hattet genauso Spaß wie ich und ich freue mich drauf auf das nächste Mal, Bugatti. Tschüss, schönen Abend, ciao.